Leute, ich bin gerade dabei, ein Video hochzuladen, das den Titel trägt. Dieses Video ist aus dem September 2012. So heißt dieses Video, was bald hochgeladen ist. Lest euch bitte in diesem Video die Videobeschreibung durch, die unter diesem Video drin steht. Ganz, ganz wichtig. Es ist eine sehr, sehr persönliche und eine sehr umfangreiche und eine sehr persönliche Beschreibung, wie und wann dieses Video entstanden ist. Dieses Video ist entstanden. Zum Beispiel kann ich schon mal sagen, am 8. September 2012. Es ist jetzt fast 7 Jahre her, 7 Jahre alt, fast ist dieses Video. Ich war zu der Zeit 35 Jahre alt, weil ich bin am 5. Juni 77 geboren. Das Video ist vom 8. September 2012. Also ich war 35 Jahre alt und sah komplett anders aus. Wichtig, Leute, lest euch die Videobeschreibung in dem Video durch. Das Video heißt, dieses Video ist aus dem Jahr 2012. Ich wollte dieses Video so lange schon zeigen. Ich habe es auf einer Speicherkarte gehabt, wo die älteste Musik aus dem Jahr 2014 war. Und diese Speicherkarte habe ich benutzt und habe Musik aufgenommen, aus dem Radio, von YouTube runtergeladen, in den Jahren 2014 bis letztes Jahr 2018. Diese Speicherkarte hat 10 Euro gekostet. Vom Real habe ich mir die geholt, mit meinen Eltern zusammen, also damals auf jeden Fall. Diese Karte habe ich schon besessen, glaube ich, schon 2013, als ich mit YouTube anfing, vielleicht sogar schon 1, 2 Jahre vorher. Also Wahnsinn, so alt ist die. Und ich hatte Markenspeicherkarten, die waren viel größer, viel teurer und von Hammer. Die sind mir 2, 3 Mal kaputt gegangen. Dieses olle, billig Speicherkarten-Ding funktioniert bis heute. Es ist geile Musik drauf, sehr alte Videos, Wahnsinn, ein richtiger Schatz. Ganz, ganz wichtig, lest euch die Videobeschreibung durch von dem Video. Ich wiederhole nochmal, dieses Video ist aus dem Jahr 2012, eben im September. Ne? Genau, oder so ähnlich. Schaut es euch an, das Video, und lest euch die Beschreibung durch. Die Videobeschreibung. Ciao, Leute. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr werdet euch wundern, wie meine Stube damals aussah. Ganz anders wie jetzt. Und ja, wundert euch, wie ich aussehe. Und ich sehe sehr erholt aus, nachdem ich 4 Jahre bei meinen Eltern gelebt habe, obwohl ich da schon meine Wohnung bereits, ja, 2003 war ich eingezogen am 1. November damals und wohnte da schon, ja, fast, ja, im Jahr 2012 am 8. September fast, ja, 9 Jahre da. Und jetzt lebe ich dieses Jahr 2019 am 1. November habe ich Jubiläum, ja, wohne ich 16 Jahre in meiner Wohnung. Wahnsinn. Werde nächsten Monat
am 5. Juni 2019 bereits 42 und damals, wo dieses andere Video, das eben heißt, dieses Video entstand im September 2012, da war ich 35. Viel Spaß, Leute, das ist für euch alle. Danke, danke an Geestemünde und an ganz Bremerhaven. Ciao, euer Michael.